Ja, da muss ich wohl den Chevrolet finden. Ein Kopiergerät. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Nee, ich komme da einfach mit meinem Chevrolet und überfahre ihn. Der Pförtner scheint Okay. eine Liste mit der Überschrift "Ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier. Okay. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln." Okay. Teddy. Der ist so süß. Um Ja. dahin zu kommen, müsste ich durch das Karten. Okay. Okay. Dann hätte ich alles. Kann ich ihr irgendwas anbieten? Nein. Aber ich konnte doch hier noch hin. Ach ja, ich sehe schön. Das fiel. Erstmal durch die. Nein, nicht durch die Tür. Da sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Ja, ein Zettel. Und da ist noch ein Zettel, deswegen die 3 Punkte. Ja. Da steht drauf: "Vorsicht! Der Anstaltsleitung wurde gemeldet, dass sich in letzter Zeit seltsame Gestalten in schwarzen Roben in der Nähe der Anstalt rumgedrückt haben. Wer etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches beobachtet, hat dies umgehend der Anstaltsleiterin Dr. Charleroi zu melden." Gestalten in schwarzen Roben? Die scheinen mich wirklich überall hin zu verfolgen. Ich muss endlich rauskriegen, wer die sind und was die eigentlich wollen. Stimmt. Wäschedienst. Nächster Abholtermin Dienstag 14:30 Uhr. Dann befürchte ich, es ist Der ist voll Dienstag. schmutziger Wäsche. Aha, schön. Und Die Holz. haben ja ganz schön Holz vor. Nein, der ist mir zu flach. Vorm Kopf. Ah, Gottes Willen, Nina. Deine Witze sind echt flach, aber das ist Die richtig Scheite flach. sind ziemlich kaputt. Derjenige, der das Holz gehackt hat, legt offenbar mehr Wert auf Gewalt als auf Präzision. Ach, Che Guevara kann ich mir nicht angucken. So viele Lautsprecher für so wenig Innenhof? Aber ich kann mir vielleicht Chevrolet angucken. Ein Presslufthammer. Ratatazong, weg ist der Balkon, Dong. Der Bauarbeiter dürfte wenig Badam begeistert bam. sein, wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme. Er Ja. macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Ja, aber so richtig untypisch. Ich dachte, die machen doch nie. Besonders Autobahnbauarbeiter machen nie Pause. Nie. Immer Hallo, durcharbeiten. gehören Sie zum Personal? Ich? Nein, Gott bewahre, ich soll den Hof asphaltieren. Dazu muss ich den alten Belag aber erst einmal entfernen. Üble Schufterei bei der Hitze, das kann ich Ihnen sagen. Kann ich mir vorstellen. Apropos vorstellen, ich bin Nina. Sehr erfreut, man nennt mich B-B-B-Bernhard. Bernhard, okay. Habt ihr gerade gehört, dieser Ton ist sowas von am Schallen gewesen. Irgendwie am Hallend, Schallen, wie auch immer. Ja, Warum soll Arbeit. der Hof eigentlich asphaltiert werden? Sieht doch noch ganz gut aus. Bei uns gibt's Straßen in deutlich schlechterem Zustand. Keine Ahnung. Sie haben schon recht. Eigentlich lohnt sich das hier gar nicht. Wegen ein paar Patienten. Naja, mir soll es egal sein. Wer hat Ihnen denn den Auftrag gegeben? Irgend so ein Italo-Amerikaner, Massimo Gattuso oder so ähnlich. Massimo Gattuso? Ja, er will, dass der Hof in 3 Tagen fertig ist. Völlig unrealistisch. Aber Sie wissen nicht, warum dieser Hof asphaltiert werden soll. Nö. Seltsam. Wieso lässt jemand wie Massimo Gattuso den Hinterhof einer Klapsmühle in einem kubanischen Kaff asphaltieren? Verrückt. Ist Ihnen an der Anstalt irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was soll schon ungewöhnlich sein? Ein paar geistig nicht ganz frische und ein paar Ärzte auf engem Raum. Irgendwann sind dann Ärzte und Patienten kaum noch voneinander zu unterscheiden. Das Gefühl habe ich immer bei Hundebesitzern. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Außer dass da drinnen ständig einer schreit, kreischt und sonstige seltsame Geräusche von sich gibt. Wenn ich ehrlich bin, macht mir die Anstalt schon ein bisschen Angst. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich weiß nicht genau. Ich mag es hier einfach nicht. Sobald es dunkel wird, sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Und da rein würden Sie mich für kein Geld der Welt kriegen.
Ein Typ wie er gibt einfach so zu, dass er ohne einen wirklich ersichtlichen Grund Angst hat. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich mich hier weiter umsehen will. Ich glaube, Nina, das liegt einfach nur an einem typischen Sanatorium. Da hätte ich auch Angst. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. Gut. Die ist nämlich eh schon viel zu kurz. Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin. Bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die Alte ist auf die Sekunde pünktlich. Aha. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier. Die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Ach so. Kennen Sie einen Manuel Perez? Wer soll das sein? Einer von da drin. Ein Patient? Ja. Keine Ahnung. Mit denen habe ich keinen Kontakt. Verbot der Anstaltsleitung. Okay, und seine gute Sprachausgabe? Sie haben ja einen kleinen Sprachfehler. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Ursache dafür in einem Kindheitstrauma liegt? Oder hat Ihre erste Freundin Sie enttäuscht? Welche tragische Geschichte verbirgt sich dahinter? Haben Sie mal 10 Stunden mit einem Presslufthammer gearbeitet und dann versucht, halbwegs normal zu sprechen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hab ich mir gedacht, sonst würden Sie solche Fragen nicht stellen. Okay. Na, ich glaube, dann habe ich auch alles. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Und ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass diese Pause aufhört und da schon der Schornstein ist und oh, hier habe ich wieder viel. Das Essen scheint lecker gewesen zu sein. Den Fliegen schmeckt es jedenfalls. Schade, dass ich den schmutzigen Teller nicht mitnehmen kann. Nimmst du das sonst mal alles mit? Lange und spitze Fleischgabel. Nehme ich mit. So, Zwiebeln. Ein Zwiebelzopf. Yum, yum. Haben wir eine leckere Zwiebel. Eigentlich brauche ich keine Zwiebeln. Die meisten Männer bringe ich auch so zum Weinen. Ach ja, Nina. Ach Gott. Eine Würstchenzange. Warum so schlecht? Was hast du da wieder für einen Wortwitz auch wieder mit Männern? Du kannst den Würstchen in die Zange nehmen eine oder Würstchenzange. So? Nein, okay. Du hast den schlechten Wortwitz verkniffen. Eine Suppenkelle. Da fällt mir auch kein schlechter Wortwitz ein. Eine Suppe? Jede Regal. Menge frische Kräuter und Gewürze. Ja, dann nimm noch mit, Nina. Gewichte. Kleine Messinggewichte. Mitnehmen. Kleine Messinggewichte. Ich befürchte, es wird wieder ein Rätsel. Eine relativ kleine Kochstelle. So wahnsinnig viel Patienten gibt es in der Anstalt offenbar nicht. Oder die sind alle auf Diät. So, jetzt brauche ich Feuermaterial. Erstmal Papier. Sinnloses zu verbrennen ist irgendwie nicht sinnvoll. Das ergibt Sinn. Dann Holz. Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Ach so, ja, na dann mache ich den Herd jetzt an, oder wie? Ich kann mit einer Suppenkelle, mit einer Zange, mit einer Zwiebel kriege ich auch nichts an. Mit einer Ich kann mit der Brille den Sonnenstrahl zwar etwas verstärken, aber um Waldbrände zu verursachen, wird es dann wohl doch nicht reichen. Papier? Ich wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Da habe ich doch Brennzeugs. Okay, vielleicht schon geht das jetzt mit der Brille. Dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Okay. Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Reicht das als Rauch? Ah, dann kann ich dem jetzt sagen, arbeiten wieder.
Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal Pause machen. Es sei Ihnen gegönnt. Aber die Pause ist vorbei und, du weißt, ne? Arbeit, Arbeit, Arbeit macht Spaß. Sollte Ihre Pause nicht vorbei sein? Nein, wieso? Der Rauch. Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt. Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Okay. Dann genießen Sie. Ja. Da muss ich dir irgendwas Schwarzes reinmachen. Irgendwas Schwarzes, Plastik oder so wäre jetzt schön. Okay. Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Habe ich das schon mal getan? Nee, wenn ich das reintue, bringt das ja nichts. Ein verkohltes Holzstück reicht. Ja, Zwiebel? Nee. Damit kann ich auch nicht mein Handy? Da wäre Plastik drin gewesen. Zwiebel, okay, Regal. Ups. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, mit den Gewichten kann ich auch nichts machen. Hier 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 kann ich auch nichts machen. Kann ich rekombinieren. Nein. Okay. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Natürlich nicht. Ich kann den auch nicht erschlagen oder mit den Gewichten hier irgendwas machen. Ich kann mit einer Suppenkelle auch nichts verursachen. Okay, mit einer Zwiebel kann ich ihn nicht zum Wein bringen. Schade, schade. Ich kann auch die Wäsche damit nicht manipulieren. Und ich kann ihn auch nicht aufspießen mit so einem Ding. Ja. Hat der vielleicht damit neue Motive? Hier, 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 oder hier. Eine lange... Oder hier. Vielleicht muss ich den auch einfach fragen, ob der neue Motive hat. Ich kann den ja vielleicht irgendwas sagen. So schönes, schickes, schönes. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Aha. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung. Ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Okay. Schwester, seit wann weiß ich, wie die heißt? Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich sie leider nicht näher. Frauen ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, aber die braucht auch eh noch Wähler und... Könnten das Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich anmutig. Vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde... Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Okay. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarze Farbe habe, als auch ein Motiv, das nicht ständig in der Gegend rumspringt. Ich lasse... Ja. Von mir? Schwarze Farbe habe ich. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden. Aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann... Ja. Ja. Dann muss ich vielleicht mit ihr reden. Ich weiß es nicht. Ach ja, hallo. Die schöne Sabrina. Wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Oder sich für mein rhythmisches Putzen anmelden? Ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Kann ich hier irgendwas tun? Ich kann sie erschlagen, dann wird sie sich nicht bewegen.
stechen auch nicht. Hier vielleicht? Kann ich überhaupt irgendwas mit ihr kombinieren? Ist der Zeitungsstand, der ist noch da. Eine von diesen Zeitschriften sollte für den Rest des Lebens reichen. Ach so, kann ich, glaube ich, dann auch nichts mehr mit ihm machen. Dem Stand. Nein. Kann ich... Ah, da.